3:2 ist also der Test gegen AFC Wimbledon ausgegangen. Francesco Loffrich, persönlich wahrscheinlich schon zufrieden mit dem Ergebnis, oder? Also ich denke schon. Also erste Halbzeit war ganz in Ordnung. In der zweiten Halbzeit, da sind wir gerade rausgekommen aus der Kabine. Auf einmal steht es 2:0. Dann das erste Gegentor habe ich jetzt nicht gesehen. Das zweite war ein Kopfball. Aber es ist natürlich schön, dass wir zum Schluss noch das 3:2 gemacht haben und ich glaube, wir haben heute verdient gewonnen. Ja, es war ja durchaus auch ein fordernder Gegner, also ihr beide in der Innenverteidigung. Da war unter anderem, haben wir gelernt, ein Stürmer gegen euch gespielt, den sie von Watford ausgeliehen haben, also aus der ersten englischen Liga. Die Qualität hat man auf dem Feld, glaube ich, auch schon gemerkt, oder? Also das auf jeden Fall und körperlich müssen wir nicht drum reden. Die Engländer sind da richtige Maschinen sozusagen, aber ich denke, insgesamt haben wir es ganz, ganz gut verteidigt als Mannschaft und wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Das wäre jetzt nämlich noch so meine Frage gewesen, diesen körperlichen englischen Fußball, den man so aus dem Klischee kennt, den habt ihr heute doch tatsächlich in der Realität zu spüren bekommen? Ja, natürlich, also das sieht man ja auch an ihnen sozusagen, die sind alle richtige Brocken, aber wir haben gut dagegen gehalten und das Wichtigste war einfach, dass wir gut verteidigt haben als Mannschaft und zum Schluss dieses dritte Tor ist natürlich noch schöner für uns jetzt. Ja, auf den Rängen war eigentlich Einigkeit, ach 2:2, es ist so freundschaftlich, das passt gut zusammen. Habt ihr diese, sagen wir mal, diese Fanfreundschaft, habt ihr die so ein bisschen mitbekommen? Bekommt man das auf dem Feld mit oder ist das da dein Gegenspieler, von dem bist du vielleicht schon ein bisschen genervt oder wie ist das? Also in der ersten Halbzeit habe ich es nicht mitbekommen, aber jetzt dann, wo ich auf der Bank gesessen bin, kriegt man das schon mit, auch jetzt zum Schluss sozusagen. Die englischen Fans sind ja auch super, vergleichbar mit unseren OFC-Fans und eine schöne Stimmung. Super Fans, also 2500 Leute bei einem Freundschaftsspiel, ich glaube, das gibt es nirgendwo. Ja, das wäre jetzt nämlich noch so die nächste Frage gewesen. Ist das schon so ein kleiner Vorgeschmack auf die Punktspielserie gewesen, weil fordernder Gegner im Stadion vor einer ordentlichen Kulisse, hat das schon eher Punktspiel als Testspiel-Flair? Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man hier vor 2500 Fans spielt, ist man nochmal extra motiviert und wir fiebern den ersten Spiel gegen Ulm entgegen. Wir hoffen, es kommen so viele Menschen wie möglich, die uns unterstützen. Und ja, ich freue mich schon auf das erste Saisonspiel. Zu dir persönlich, also wenn du sagst, freust du dich aufs erste Saisonspiel, dann ist natürlich auch dein großes Ziel in diesem ersten Saisonspiel in den ersten 11 zu sein. Hast du aber ordentlich Konkurrenz. Wie gehst du damit um? Ich gehe ganz normal damit um. Also wie gesagt, wir haben 4 gute Innenverteidiger. Am Ende liegt die Entscheidung beim Trainer. Ich versuche mich jedes Training zu beweisen, wie im Spiel. Und am Ende, der Trainer stellt auf und das Wichtigste ist nicht persönlich, sondern als Mannschaft sozusagen. Wir haben ein Ziel zusammen und das werden wir versuchen zu erreichen. Und das dramatischer 3:2-Sieg gegen den AFC Wimbledon, das hat richtig Spaß gemacht, oder Luigi Campagna? Ja, ich denke mal sehr. Ne? Ein Freundschaftsspiel auch mit so einer Atmosphäre hat schon Spaß gemacht. Auch mit einer internationalen Mannschaft hier ist mal was anderes. Und das ja von einem ganz, ganz besonderen Zuschauer, denn hier neben dir, da steht dein Sohn. Hallo, du bist? Wer bist du? Rocco. Der Rocco. Okay, und du hast heute deinem Papa mal beim Fußballspielen zugeguckt? Ja. Warst du denn zufrieden mit deinem Papa oder hat er nicht so gut gespielt? So gut gespielt. Hat gut gespielt, das ist gut. Also, das heißt, das Urteil deines Sohnes, du hast dich heute ganz gut geschlagen, du bist auch zufrieden mit deiner Leistung? Ja, klar, ein paar Abläufe müssen noch besser werden, das ist klar, wir sind in der Vorbereitung. Aber im Großen und Ganzen, wir haben 3:2 gewonnen, wir haben kräftig durchgewechselt, jeder hat seine Leistung gebracht und das ist ein Trainingsspiel gewesen, ist auch wichtig für die Zuschauer und ja, können wir so weitermachen. Ich glaube, ihr habt den Zuschauern heute auch eine riesige Freude bereitet mit diesem Spiel, auch dass ihr dann noch in der 90. 3:2 gewonnen habt. Ist, glaube ich, auch nochmal schöner jetzt so für die Heimfahrt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in der 90. Tor gemacht und direkt Schlusspfiff und ich denke, besser kann es nicht sein. Und ja, im Endeffekt, es war schön, es war auch schön für die Fans und ja, wir sind zufrieden. Wir haben gerade eben schon mit Francesco Loffrich drüber geredet, im Stadion gegen einen sehr ernsthaften Gegner vor einer ordentlichen Kulisse. Das hat schon ein bisschen eher Punktspielflair als Testspielflair gehabt. Wie war es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch wichtig. In ein bisschen mehr als 2 Wochen fängt die Saison an, dass wir auch in dieses Gefühl reinbekommen. Wir sind viele neue Spieler, auch was das heißt, Offenbach hier am Biberer Berg zu spielen. Und das ist, finde ich, sehr gut gewesen, dass wir so ein Spiel heute hatten. Okay, wunderbar. Der Chefcoach vom AFC Wimbledon ist jetzt tatsächlich bei uns und da wollen wir dank unseres lieben Übersetzers dann gleich mal so ein bisschen ihm ein paar Sachen entlocken. Zuallererst wollten wir natürlich gerne wissen, wie er das heutige Spiel sieht. So the first question is really easy. What do you think about the game today? I thought it was a very competitive game.
Offenbach played some terrific football in the first half and deservedly got into the lead in the second half. But I thought we showed some resilience by coming back. There was a little bit of fatigue in us. You know, I think you're a couple of weeks ahead of us as far as getting match fitness. And I was pleased with the way our boys responded, the young boys, when they came on in the second half. Just unfortunate to lose it with the last kick. Also es war ein absolutes Spiel auf Augenhöhe, sagt er. In der zweiten Halbzeit kam sein Team besser wieder ins Spiel. Man konnte Müdigkeit sehen, aber es war auf jeden Fall, Offenbach war auf jeden Fall ein starker Gegner. Jetzt wollen wir dann natürlich auch wissen, also auf den Rängen wurde es als sehr freundschaftliche Atmosphäre wahrgenommen, ob er das auch so wahrgenommen hat. So we thought it was a quite friendly atmosphere on the stands. Did you notice that? And how was it on the pitch? Yeah, was it the same? It was terrific to hear that both sets of fans really shouting and encouraging their team. Great vocal support for Offenbach, and I was very humbled for the way that they applauded the team off of the pitch at the end. It was a terrific atmosphere on the terraces, and I think the game was played in a good spirit as well. Also das Spiel natürlich auf eine gute Art und Weise gespielt, relativ fair. Die Atmosphäre, die von den Rängen kam, kam auf jeden Fall auch unten an. Man hat das mit Bewunderung gesehen. Auch das ganze Miteinander kam durchaus sehr, sehr gut an. Ich kann mir vorstellen, in der kommenden Saison wird dann so der ein oder andere Kickers-Fan vielleicht auch mal mit einem Auge nach Wimbledon schielen und dann so da auf die Ligatabelle gucken. Was kann man denn so erwarten? Was sind so die Ziele für die kommende Saison? So supposedly one or two of the Kickers fans might follow your development in the future because they're quite interested. So what do you think, what to expect from Wimbledon over the next season and maybe the next couple of years? Well, certainly we need to stabilize our position in the league that we stayed in last year. Our form towards the end of the season put us in a position where if we'd have had that form all season, we would have finished 13th. So that's our target point to start with. If we can push to the playoffs, that would be great. But initially, we need to retain our status in the league because next season we move into a new stadium, which has been the reason for us getting back together as a club. So it's important that we go into the new stadium with a vibrant team. And if we can have a link up with Offenbach, that would be great. Also tatsächlich ist es so, dass man sagt, wenn man die Endphase der letzten Saison mitgenommen hätte, hätte man als 13. abschließen können, was super gewesen wäre. Man möchte aber gerne wieder zu diesem Punkt 13. Platz oder auch gerne Richtung Playoffs kommen, gerne aber auch nach oben schielen. Und auf jeden Fall wäre es ein Traum, Offenbach irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise als sportlichen Gegner wiederzusehen. Okay, dann. So, Herr Steinagel, für die Fans ein wahnsinnig schönes Test- oder Freundschaftsspiel ist zu Ende gegangen. Wie hat es denn der Trainer gesehen? Ja, ich glaube nicht nur für die Fans, sondern auch für alle, für den ganzen Verein war das heute ein tolles Spiel, tolle Atmosphäre im Stadion. Und ich glaube, das ist immer noch mal was Besonderes, wenn man ein Testspiel schon im Stadion macht, dann auch gegen internationalen Gegner. Der Gegner war gut und von daher denke ich, war es ein gelungener Test für alle Beteiligten. Wurde ja vor dem Spiel so ein bisschen gerätselt, werden die viel stärker sein als wir, werden wir uns auf Augenhöhe begegnen und sowas. Wie viel wussten Sie schon vor dem Spiel und wie gut konnten Sie das schon vor dem Spiel einschätzen? Ja, ich glaube schon, dass das ein Gegner irgendwo auf Augenhöhe dann noch ist. Ne? Wir haben den Anspruch, eine Spitzenmannschaft in der vierten Liga zu sein. Der Gegner, glaube ich, hat knapp den Klassenhalt in der dritten Liga in England gehalten. Also von daher glaube ich schon, dass es ein Spiel auf Augenhöhe dann noch irgendwo ist. Und von daher war das für uns ein wichtiger Test, ne? Weil letzte Woche ja hatten wir eigentlich auch noch einen Drittliga-Verein, der aber dann leider abgesagt hat, weil er ein Trainingslager gefahren ist. Und das ist schon wichtig für uns, der Test heute gewesen. Wir haben schon auch gerätselt, es gibt ja dieses Klischee der englischen Härte. Die Spieler haben gesagt, sie hätten es auf jeden Fall auf dem Feld gespürt. Wie haben Sie es gesehen? Wie hat Ihr Team da körperlich dagegen gehalten? Ja, ich glaube, man hat ja da beim 2-2 gesehen. Ne? Da hat der Schiedsrichter natürlich englisch gepfiffen. Ne? Ich finde es ja immer super. Ich finde gut, wenn Schiris da auch viel laufen lassen. Klar, kann man jetzt sagen, für uns natürlich hätte ich mir gewünscht, dass das Foul pfeift. Aber klar, in England wird sowas nicht abgepfiffen, in aller Regel in Deutschland schon. Aber völlig egal. Und von daher denke ich schon, dass heute auch gute Zweikampfherde drin war. Aber die Engländer haben auch gut Fußball gespielt. Also von daher war es eine runde Sache. Was man so ein bisschen merkt aus den ganzen Testspielen, auch schon gegen Wien-Wiesbaden ist das aufgefallen, dass die Mannschaft offensichtlich immer noch einen sehr großen Ehrgeiz hat, auch in einem Testspiel, das auf jeden Fall noch irgendwie erfolgreich zu Ende zu bringen. Gegen Wiesbaden wurde ganz kurz vor Schluss der Ausgleich reingedrückt und hier kurz vor Schluss der Siegtreffer. Ist das so diese Mentalität, die man sich dann gewünscht hat? Ja, genau, das ist ja das, was wir, der Präsident hat es ja so schön formuliert, ne? Dass wir einfach immer alles geben wollen. Das wollen die Leute von uns sehen und das erwarten wir auch als Verein.
Und ich glaube, das ist dann ein gutes Zeichen, wie du eben schon gesagt hast, gegen wen, dass du dann noch den Ausgleich machst und dann heute nochmal auch mit einem guten Gefühl jetzt ins Wochenende gehst, beziehungsweise morgen haben wir noch einen Spieler und mit einem guten Gefühl heute hier rausgehst. Und ich denke schon, dass das wichtig ist, auch gerade für die Mentalität, weil ich glaube, da müssen wir zulegen im Vergleich zum letzten Jahr. Es werden ja alle Spieler eingesetzt, alle dürfen sich zeigen. Formt sich denn schon so langsam eine potenzielle Startelf, die Sie uns jetzt natürlich noch nicht verraten, aber formt sich da schon so langsam was in Ihrem Kopf? Ich glaube, dass wir wirklich viele Spieler haben, die irgendwo auf Augenhöhe sind. Heute haben ja noch zwei wirklich gute Spieler gefehlt, mit dem Mati Pisalo und dem Ronny Marcos. Und das ist auch gut und ich habe es auch den Spielern gesagt. Ich glaube nicht, dass man mit 11 Spielern irgendwo irgendwas erreicht, sondern da gehört die ganze Mannschaft dazu, die Fans, der ganze Verein, der Staff. Und da müssen wir ein Wir-Gefühl hinbekommen und das ist entscheidend. Auch wenn ich mal nicht spiele, dass ich nicht beleidigt bin, sondern dass ich weiter dran bleibe, dass ich das Trainingsniveau hochhalte, dass ich Gas gebe, dass ich dem Trainer zeige, dass ich unbedingt spielen will und genau das machen wir eben und es ist auch gut so. Dieses Wir-Gefühl, das Sie gerade angesprochen haben, das gab es nicht nur zwischen Fans und Mannschaft bei Kickers Offenbach, sondern gefühlt auch zwischen AFC Wimbledon und Kickers Offenbach. Das waren irgendwie Bande einer Fanfreundschaft, die sich da angebahnt haben. Hat man das auf dem Feld so ein wenig wahrgenommen? Ja, absolut. Eine absolut top Stimmung. Ne? Vielleicht kriegen wir irgendwie mal ein Rückspiel dann in England hin. Ne? Dann wäre die Ausgangslage jetzt zumindest gut mit dem Sieg, hä? Absolut. Ne? Dann... Also ich denke, das ist solche Sachen, die machen ja auch sowohl den Fans Freude als auch den Spielern. Und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht da ein Rückspiel dann in England dann machen.